Verschnaufpause, das ist nicht nur das Thema hier mitten in Asakusa, mitten in Tokio. Man kann es kaum erahnen, doch ein bisschen an den Hochhäusern, die auch noch im Hintergrund sind. Es sieht aus wie eine Fotokulisse, es ist es auch, aber natürlich eine echte. Also hier kann man tatsächlich rein, ringsherum und drumherum gehen. Also es ist wunderschön hier. Wunderschön ist das, was der DAX gestern oder die Tage gezeigt hat, nämlich eine Explosion nach oben. Er hat gesagt, ich kann das auch einfach mal nach oben flitzen. Das hat er gut hingekriegt. Jetzt im Moment kommt er aber ziemlich zügig nach unten, was ich gar nicht so doof finde, denn eigentlich müsste er auch mal verschnaufen. Der Markt hätte es nötig, er hätte es verdient, es zu tun, und offensichtlich will er das Ganze auch. Also im Moment eben gerade tapfer die Abwärtsrichtung. Beim S&P sieht das ein bisschen anders aus, aber auch immerhin nach unten. Das heißt, wir sind hier einigermaßen wackelig nach unten. Und das ist auch durchaus der Unterschied, den wir in den letzten Tagen hatten, zwischen dem deutschen Markt, der ja sehr nach oben gegangen ist, quasi wie an einem Faden gezogen, und dem amerikanischen Markt, der teilweise ja deutlich nach unten oder aber zumindest mal sehr, sehr wackelig unterwegs war. Also eigentlich genau das Gegenteil. Es bleibt also spannend an den Märkten. Im Moment würde ich beim DAX Folgendes machen. Ich würde gucken nach dem Strich, den wir runter hatten, ob es mal ein bisschen wackelig nach oben kommt. Wenn er das denn täte, wäre das quasi mustergültig, um nochmal einen Schub nach unten zu haben. Denn einzelne Schübe werden oft durch einen zweiten, manchmal sogar noch viel mehr Schübe dann eben ergänzt. Also das wäre nicht untypisch. Beim amerikanischen Markt S&P würde ich jetzt zum Beispiel sogar das letzte Zwischenhoch als einen Einstieg mir überlegen. Das Tolle ist, wie jetzt, ein Long, ein Short, richtig. Wobei wir ja auch erst getriggert werden müssten. Das heißt, wir haben den Luxus, dass wir sagen können, hey, wenn der Markt uns nach Norden triggert, sind wir Long. Wenn er uns nach Süden triggert, sind wir Short. Das heißt, egal was der Markt macht, wir wären auf beiden Seiten mit dabei. Für welche Seite sich der Markt entscheidet, wer weiß es. Keine Ahnung, ich zumindest mal nicht. Aber so ist eben Charttechnik, dass wir nicht wissen, was als nächstes passiert, aber sagen, egal was passiert, ich habe eine Idee, wie ich damit umgehe. So finde ich zumindest mal, wird ein Schuh draus. Heute, um nicht so allzu lange Zeit mehr entfernt, ist die EZB Zinsentscheidung. Da geht es darum, ob ein Zinsschritt kommt. Es wurde ja gemunkelt, ob es nochmal einen Rücksetzer gibt um 25 Basispunkte. Einige sagen, naja, aber vielleicht eben nicht jetzt. Wir warten mal eher ab. Wir haben ja auch gestern von Shinizu-san gehört, dass er gesagt hat, ja, vielleicht ist es aber so, dass man erstmal die FED-Entscheidung in der nächsten Woche abwartet, ob die ihn um 25 oder um 50 Punkte senken wollen und dann eben im September wieder bei der EZB aktiv wird. Sehr, sehr gut denkbar. Müssen wir einfach abwarten, lassen wir uns da mal überraschen, was passiert. Heute Nachmittag 14.30 Uhr gibt es dann Zahlen zu den Durable Good Orders. Das sind die Auftragseingänge bei den langlebigen Wirtschaftsgütern. Warum sind die interessant? Naja, wenn Unternehmen langlebige Wirtschaftsgüter jetzt einkaufen, dann ist entweder eine große Not, sie müssen es. Aber das macht man natürlich nur dann, wenn man sagt, nee, uns gibt es auch noch eine ganze Weile. Das ist also eine Art Indikator dafür, wie es der Wirtschaft im Moment geht. Geht das Ganze zurück, ist man da eher vorsichtig. Ex-Transportation, so habe ich das gelesen, wird ein Rückgang erwartet. Ich glaube von 0,4 auf 0,1. Die Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr so. Wer keine Haare auf dem Kopf hat, kann sich auch innen drin nichts merken. Also ganz genau weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall wird wohl ein Rückgang erwartet. Ohne das wird sogar ein kleiner, also ohne Ex-Transportation, also ohne den Fokus hier auf die ohne die Transportation-Sparte dann drin zu haben, wird sogar, glaube ich, ein Anstieg erwartet. Auf jeden Fall 14.30 ist damit zu rechnen, dass irgendwie was passiert, was den Markt wieder einen Impuls gibt, insbesondere wenn es eine starke Abweichung von den Erwartungen gibt. So, in dem Sinne kann man eigentlich kaum mehr was anderes sagen. Öl ist tapfer nach oben. Für mich jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt da was einen Handelsansatz draus finde, zumindest mir nicht nach meiner Fassung. Drauf gucken gilt aber allemal, sollten Sie auf jeden Fall mal auf dem Plan haben. Vielleicht ist da was für Sie auch noch mal mit dabei. In dem Sinne wünsche ich Ihnen für heute alles Gute. Vielleicht sehen wir uns nachher noch in den Märkten. Bis dahin, haben Sie es gut. Bye, bye.